tägliche Computerspielen das Sehvermögen verbessern soll? Das wollen britische Forscher herausgefunden haben. Die Zahl der Studien zu Computerspielen ist so unübersehbar wie der herausgefundene Unsinn. Wes Geld ich nehme, des spiele ich spielen. Es geht schließlich um einen Markt, in dem Milliarden verdient werden. Da ist zwei Experten, drei Meinungen ganz hilfreich. Aber ganz so unentschieden, wie gerne behauptet, ist die Erkenntnislage nicht. Jüngere und vor allem sehr umfassende Studien besagen, dass mit zunehmendem Konsum von Gewaltspielen auch zunehmend aus virtueller wirkliche Gewalt wird. Wir hatten schon vor 2 Jahren entsprechend gewarnt und wurden dafür heftig attackiert. Eher entlastende Analysen kommen gerne mal von der Fachhochschule Köln und die wird gerne von der Computerspieleindustrie unterstützt. Rainer Fromm berichtet. Szenen aus dem Spiel GTA San Andreas. Der Spieler soll als Krimineller Karriere machen. Zum Spielvergnügen gehört auch, dass man ganz normale Passanten nach Belieben ermorden kann. Das Spiel ist freigegeben ab 16. Sniper Elite, ein anderes Spiel. Diesmal schlüpft der Spieler in die Rolle eines Scharfschützen. Seine Hauptaufgabe, tödliche Präzisionsschüsse, eine typische Szene. Keine Frage, solche Gewaltspiele sind weit verbreitet und beliebt. Nur, was bewirkt das bei den zumeist minderjährigen Spielern? Das Kriminologische Institut Niedersachsen unter Professor Pfeiffer befragte für seine neueste Studie knapp 19.000 Schüler. Die bisher größte Erhebung dieser Art in Europa. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Je isolierter die Jugendlichen sind, je mehr sie eintauchen in diese Welt des Tötens, je mehr sie gefährdet sind durch andere Lebensaspekte, die sie nicht haben, zur vollen Entfaltung kommen lassen, umso wahrscheinlicher, dass sie dann das, was sie aktiv am Computer tun, auch in die Tat umsetzen, dass sie andere drangsalieren, gewalttätig werden, bis zu ganz schlimmen Gewaltexzessen. Weiter belegt die Studie, je brutaler die Spiele, desto verheerender die Wirkung. So werden unabhängig von der Mediennutzung 8,6% der Mädchen und 25,1% der Jungen gewalttätig. Bei Jugendlichen, die regelmäßig indizierte, das heißt besonders brutale Spiele nutzen, wächst der Anteil bei Mädchen auf 24,5%, bei Jungen auf 38%. In Verbindung mit anderen Belastungsfaktoren, prügelndes Elternhaus, mobbende Mitschüler, dass man Außenseiter wird, dass man nicht selbstbewusst mitten im Leben steht, bedeuten Computerspiele das Aufzeigen einer Handlungsalternative, die einem sonst gar nicht in den Sinn käme. Man wird durch das aktive Spielen dann einen Schritt näher gerückt an selber Gewalt aktiv einsetzen. Der Markt boomt. Insgesamt stieg der Umsatz mit PC-Spielen und Konsolen in Deutschland vergangenes Jahr auf fast 1,8 Milliarden Euro. In den Hitlisten finden sich besonders brutale Spiele. Deren Wirkung belegt eine weitere neue wissenschaftliche Studie. 2 Jahre lang befragten Forscher 12- bis 14-jährige Schüler zu ihrer Nutzung von Gewaltmedien. Die Jugendlichen, vor allem auch schon im Kindesalter, im Grundschulalter, geben an, dass sie beim Anschauen von Horrorfilmen, später, dass sie beim Spielen von Computergewaltspielen wie Doom oder Half-Life, starke Hassgefühle erleben. Und diese starken Hassgefühle werden über die Jahre hinweg konditioniert, festgefügt als eine Charaktereigenschaft, eine Haltung, die die Jugendlichen weiter in ihrem Verhalten prägt. Die gemeinsame Studie der Universität Tübingen und der Schulberatungsstelle Bayern Ost belegt einen direkten Zusammenhang zwischen Computerspielen und realer Gewalt. Zitat: Je mehr in der mittleren Kindheit Horror- und Gewaltfilme konsumiert werden und je mehr Gewaltspiele zu Beginn des Jugendalters gespielt werden, desto größer ist die Schülergewalt und Delinquenz mit 14 Jahren. Zu anderen Ergebnissen kommt man an der Fachhochschule Köln. Sie veranstaltet Kongresse, um, wie es heißt, den Fokus auf Computerspiele neu einzustellen. Wissenschaftler nehmen die Spielindustrie in Schutz und die schickt ihre Vertreter gerne zu diesen Veranstaltungen. Grundsätzlich muss man sagen, dass Computerspiele sehr viele positive Wirkungen haben.
Ich behaupte sogar, Spielen macht schlau, denn ich kann darin sehr viel lernen. Ich kann lernen, mich in dreidimensionalen Welten zurechtzufinden. Und ich lerne eben auch, genau, mit Sieg und Niederlage und mit Frustration oder auch mit Erfolg sehr viel besser umzugehen, denn das erlebe ich. Intensiv spielen ist etwas, was sozusagen sehr human ist. Nicht, dass sich auf eine Sache einlassen. Nicht, wir können nicht immer kritisieren, die können sich nicht mehr konzentrieren. Beim Spielen tun sie das. Und auch die neuesten Studien nimmt man an der Fachhochschule Köln jetzt zwar zur Kenntnis, bleibt aber dabei, Computerspiele lösen keine Gewalt aus. Es ist mehr so eine Art Gehirnjogging, das heißt, die grauen Gehirnzellen werden ein bisschen in Schwung gehalten. Aber dass das, was dort gelernt wird, einen unmittelbaren Transfer in die reale Welt hat, im Positiven nicht und im Negativen auch nicht. Das, denke ich, ist Stand der bisherigen Forschung. Nur die Fachhochschule Köln arbeitet eng mit der Industrie zusammen. Die beteiligt sich finanziell an einer Informationsstelle innerhalb der FH, Spielraum genannt. Wie viel Geld geflossen ist, will man nicht verraten. Genauere Zahlen möchte ich Ihnen nicht sagen, aber so erheblich sind die Mittel sicherlich nicht. Aber sie helfen uns, die Effektivität von Spielraum zu verbessern. Zu den Geldgebern gehört auch ein Hersteller besonders brutaler Spiele. Das ist für manche Wissenschaftler am Institut unerträglich. Die Dozentin Elke Ostbomk-Fischer sieht nach ihrer eigenen Forschung durchaus den Zusammenhang zwischen Gewaltspielen und Gewalt. Wissenschaft dürfe nicht den Interessen der Industrie dienen. Die Herstellerfirmen haben es längst geschafft, einige Fachleute, Wissenschaftler und auch Praktiker für sich zu gewinnen und für ihre Vermarktung ihrer Produkte einzuspannen. Dass sich aber Wissenschaftler dafür einspannen lassen, das finde ich offen gesagt verheerend. Und das sage ich auch im Haus, das erschwert natürlich ein wenig die kollegiale Zusammenarbeit. Was wir von der Industrie bekommen, sind Zusatzmittel, die uns helfen, effektiver zu arbeiten. Und da passen wir eben sehr genau auf, dass wir uns da nicht korrumpieren lassen. Für Professor Pfeiffer und andere Wissenschaftler aber haben die Kollegen in Köln ihren guten Ruf verspielt. Sie haben ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, wenn sie ihr Geld von denen beziehen, die ein Interesse daran haben, dass solche Art von Computerspielen verharmlost werden. Also von daher kann sie wissenschaftlich niemand ernst nehmen. Das Bedauerliche ist aber, dass Schulen und Eltern das ja nicht wissen.